Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute mal wieder zu einem kleinen FM23-Experiment. Wir sind hier gerade bei Ferl, aber sobald wir simulieren, werde ich Ferl verlassen, denn heute habe ich alle Spieler auf vertragslos gesetzt. Könnt ihr schon sehen, Lionel Messi, De Bruyne, Mbappé, Lewandowski, Modric, Neymar und, alle vertragslos, alle kein Team und ich möchte einfach schauen, wer geht wohin, welche Teams dominieren und vielleicht sehen wir auch ein paar Überraschungen, welche Teams vielleicht abstürzen von den guten, vielleicht PSG oder so, weil nicht so viele nach Frankreich wollen. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf und besonders interessiert mich natürlich auch, ob wir vielleicht ein paar Überraschungen in der ersten Bundesliga haben und vielleicht auch ein paar verrückte Spieler in der zweiten Bundesliga, was ja auch sein kann, das dann keine Ahnung. Wie vielleicht irgendein Spieler, der immer nur erste Liga gespielt hat, vielleicht plötzlich in der zweiten Liga spielt. Mal schauen. Lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Like und ein Abo dafür mehr solcher Videos. Und ich würde sagen, da verschwenden wir nicht zu viel Zeit und starten auch direkt rein. Damit sind wir auch angekommen am Ende der Saison. Ich habe mir gerade schon mal ein bisschen die Spiele angeschaut. Da sind so verrückte Sachen dabei gewesen. Das war unglaublich. Ich möchte jetzt aber erstmal auf die Ligen und auf die Wettbewerbe schauen. Und um die Spieler kümmern wir uns dann gleich. Bundesliga wurde Bayer Meister, aber nur ein Punkt vor Werder Bremen. Das war brutal eng. Dahinter kommen dann Frankfurt und Leipzig. Dortmund nur auf Platz 9. Damit nur ein Punkt vor Schalke. Absteiger sind Bochum, Augsburg und Union Berlin. Freiburg und Leverkusen und Gladbach waren auch ziemlich schlecht alle. Wen haben wir denn hier? Sancho spielt bei Bayern auf jeden Fall. Frenkie de Jong spielt auch bei Bayern, genauso wie Pau Torres. Ansonsten muss man sagen, Calvert-Lewin ist doch ganz gut, aber so viele gute Spieler haben die gar nicht geholt. Jetzt kommen wir zur größten Überraschung meiner Meinung nach. Und zwar Werder Bremen hier Zweiter geworden. Das ist krass. Und die haben auch echt ein ganz gutes Team hier mit Adeyemi, Benacer, Nunez, McKenny, Joe Gomez, Dean Henderson im Tor, Mikulenko, Wan-Bissaka, Botman. Also Bremen hat sich hier besonders krass in der Premier League umgeschaut, sehe ich gerade. Halstenberg spielt hier noch. Also, da haben die echt richtig stark eingekauft. Dann bester Torschütze wurde einfach McKenny für Bremen. Ganz komisch, ist ja auch nur Mittelfeldspieler. Danach Lindström und dann Adeyemi. Bremen hier mit zwei Spielern. Hier unten kommen noch Nunez und Willock. Also die waren anscheinend sehr offensiv stark. Ich sehe gerade, Gabriel Jesus spielt für Köln und Richarlison für Wolfsburg. Lautaro Martinez bei Hoffenheim, Serge Gnabry für die Hertha, Phil Foden spielt bei Mainz 05, haben nicht so viele Spieler eingekauft, aber die geholt haben, waren richtig stark. Die haben hier Gündogan, Trent Alexander-Arnold, Donnarumma, Eder Militao, Tell und wie gesagt Sané und Gnabry, also auch ein richtig, richtig gutes Team. Generell finde ich sehr interessant, dass jetzt die guten Spieler nicht zu den Teams gegangen sind, die eine hohe Reputation haben, sondern es echt krass gemischt ist. In der zweiten Bundesliga sind Kiel, Hannover und Darmstadt aufgestiegen. Bei Kiel sehen wir hier direkt, spielt Julian Rieckhoff, ist glaube ich ein sehr großes Talent, spielt aktuell bei Dortmund, wenn mich nicht alles täuscht. Und Lukas Metscher spielt bei Hannover. Wenn wir uns hier mal die Dream Elf anschauen, sehen wir schon direkt, Lunin spielt bei Hannover 96 und Lukas Klostermann auch. Also die haben schon ein richtig gutes Team. Trotzdem am Ende nicht Erste geworden, da Kiel davor gekommen ist. Hamburg übrigens sehr schlecht in der Simulation, nur auf dem 14. Platz. Dann werft natürlich auch noch schnell einen Blick auf den DFB-Pokal. Den hat auch Bayern gewonnen in der Verlängerung gegen Hoffenheim. Noch interessanter fand ich aber, dass Womartia Worms der Dortmund rausgeworfen hat im Viertelfinale und somit im Halbfinale war. Das ist krass. Ich glaube, die sind nicht mal im Spiel drin. Das ist der Kader hier von Womartia Worms, also schon sehr überrascht, dass die das geschafft haben. Dann habe ich mir hier natürlich auch die Torschützen angeschaut. Da habe ich gesehen, Zaniolo zum Beispiel bei Union Berlin, Ansu Fati bei Mainz, Cesar bei Frankfurt, also echt schon ein paar richtig verrückte Sachen hier dabei. Martin Ødegaard übrigens auch bei RB Leipzig, aber auf die Spieler werde ich ja gleich schon mal ein bisschen eingehen. Die Champions League hat Real Madrid gewonnen, wie könnte es auch anders sein? In der Verlängerung konnten die sich gegen Marseille durchsetzen, Marseille auf jeden Fall sehr überraschend da. Ich habe mir auch das Halbfinale angeschaut, das Halbfinale war einmal Real gegen RB Salzburg. Marseille gegen Celtic, also es ist schon echt verrückte Vereine hier dabei. Dann wenn wir uns die Torschützen anschauen, sehen wir Platz 1 Vlahovic für Ajax, dann zum Beispiel Isak für Paris Saint-Germain und beim Notenschnitt sehen wir schon direkt Kimmich und Musiala spielen hier beide bei Real Madrid. Die Europa League konnte AS Rom im Elfmeterschießen gewinnen. Übrigens hier Sebastian Polter für Maccabi Haifa im Sturm und Kvaratskhelia spielt für Manchester United. Benzema ist bei Sevilla. Die Conference League konnte Panathinaikos gewinnen und bester Torschütze ist einfach Philipp Tietz. Außerdem ist Lukas Höhler für Nizza richtig gut unterwegs. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz schnell die anderen Ligen durch. Die Premier League hat Man City gewonnen, knapp vor Newcastle. Besonders überrascht hier Brighton auf Platz 5 und die Enttäuschung, würde ich sagen, ist hier Chelsea auf der 9. In der La Liga konnte Real den Titel holen mit 108 Punkten. Dahinter Valencia, Real Betis und Atletico. Die Enttäuschung ist hier eigentlich ganz klar Barcelona. Die Titel in Italien konnte Milan holen vor AS Rom, vor Atalanta. Hellas Verona auf der 4, Spezia auf der 5. Das ist krass. Die Enttäuschung ist hier ganz klar Neapel auf der 16. Ne, Enttäuschung ist Lazio. Lazio ist einfach abgestiegen.
Und in Frankreich bleibt der Titel bei PSG. Marco Richter übrigens drittbester Torschütze auf Platz 2 bei Wout Weghorst. Ja, letzter mit 10 Punkten. Brutal. Jetzt kommen wir meiner Meinung nach auch zum spannendsten Punkt des Videos. Und zwar wollen wir schauen, wo sind die Spieler hingewechselt. Übrigens, ich werde die Simulation weiter simulieren. Das ist so der erste Part vom Video. Ich werde das auch 20, 30 Jahre weiter simulieren, um zu schauen, wie sich die Fußballwelt entwickelt. Übrigens, Heung-min bei Marseille sehe ich hier schon mal direkt. Und zwar, das habe ich schon direkt gesehen. Kylian Mbappé spielt einfach bei Porto. Außerdem spielt da noch Rüdiger, Bissouma und Christensen. Aber Alter, die haben Mbappé einfach geholt. Dann De Bruyne bei Chelsea, sich so besonders. Salah bei Man City. Dann Neymar und Lewandowski bei Espanyol Barcelona. Benzema bei Sevilla. Sadio Mané bei Newcastle. Ruben Dias ist zurück bei Benfica. Ich glaube, der war früher da. Alter, Barcelona hatte echt ein gutes Team hier noch mit Van Dijk und Courtois. Haaland, Ward-Prowse, Courtois, Van Dijk, Kanté. Also wäre eigentlich ein bisschen mehr drin gewesen, aber die haben nicht so viele Spieler gekauft, sehe ich gerade. Vinicius Junior bei Man City, Modric und Messi auch noch bei Benfica. Hier in Portugal, bester Torschütze Mbappé, dahinter Messi, dahinter Ben Yedder, das ist schon richtig gut. Wenn wir uns mal hier das Team anschauen von Benfica, sehen wir hier Ruben Dias, Evan Nilsson, Barella, Konaté, Emiliano Martinez, Denis Suarez, Ben Yedder, Messi, Modric, das ist schon ein richtig gutes Team. Oblak spielt noch bei Sporting. Also ihr seht mal hier die Dream Elf von der portugiesischen Liga. Die ist schon richtig, richtig gut. Das habe ich nicht gedacht, dass so viele Spieler dahin wechseln. Besonders interessant hat auch wirklich Espanyol Barcelona, wie die so viele gute Spieler bekommen haben. Keine Ahnung. Son bei Marseille habe ich ja schon kurz erwähnt. Ilkay Gündogan bei Hertha BSC. Sterling zurück bei Liverpool. Cancelo auch zu Liverpool. Phil Jones, Mainz ist natürlich auch echt, habe ich ja schon kurz erwähnt. Ein krasses Ding. Lukaku zu Juve. Leon Goretzka bei Wolfsburg, ey. Ich werde jetzt ab jetzt noch auf die ganz verrückten Sachen eingehen. Aber boah, was hier teilweise für Transfer passiert, ist schon unglaublich. Bruno Fernandes zu Sassuolo. Riyad Mahrez spielt bei Celta Vigo. Kings die Komor beim 1. FC Köln. Sergio Ramos spielt für Praga. Das wird jetzt echt interessant, wie Vereine wie Köln, Bremen, Praga und echt richtig gute Spieler bekommen haben, weil eigentlich haben die nicht so eine hohe Reputation, das heißt, eigentlich dürfen die auch nicht so krasse Spieler bekommen, aber irgendwie war es hier egal. Roberto Firmino spielt einfach bei Alain, der hat einfach keinen Bock mehr auf Europa gehabt, der Junge. Toni Kroos auch bei Wolfsburg, Marco Reus bei Sevilla, Eden Hazard bei Almeria, Kai Havertz bei Wolverhampton, Ferland Mondi bei Getafe, Valverde bei Hoffenheim auch. Gefühlt muss ich sagen, Bundesliga, La Liga, die bei den stärksten liegen und dahinter die Premier League, wirkt zumindest gerade aktuell ein bisschen so. Timo Werner bei Ajax auch. Besonders aber die Niederlande und Portugal konnten auch echt viele krasse Spieler für sich gewinnen. Alphonso Davies auch bei Hoffenheim. Die hatten anscheinend auch ein ziemlich gutes Team. Niklas Süle bei Köln. Mats Hummels bei Stuttgart. Theo Hernandez bei Union Berlin. Also ich will jetzt auch ewig so durchgehen, aber ich glaube, das reicht. Wie gesagt, wir werden ja auch noch weiter simulieren. Upamecano zu Al-Nassr. Boah, verrückt. Ich habe jetzt gerade nochmal nach den Spielern geschaut, die kein Team bisher gefunden haben. Und unter anderem ist hier Marcus Rashford dabei. Smith Rowe, Kunja, Jovic. Das sind ja alles richtig gute Spieler. Die haben aber alle noch kein Team gefunden. Auch Marcus Llorente noch kein Team gefunden. Inaki Williams ist hier noch. Diego Carlos, Harry Maguire. Wie gesagt, das werden wir alles nochmal weiter simulieren. Dann werden wir auf alles nochmal eingehen. An dieser Stelle sollte es jetzt aber vom ersten Part der Serie hier sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu einem neuen Video und bis dahin, ciao.